Willkommen zu dieser schönen Schmuckshow. Willkommen, Leute, hier und da. Ich hole mir noch ein Kissen für meinen zarten Arsch, dann sitz ich schon. So, meine Damen und Herren, willkommen zur Schmuckshow. Auch live in der Sendung vom Thomas, der zu doof ist, die Uhr hier zu stellen und zu stellen. Zack, da weiß ich ungefähr, wie lange die dauert. So, noch ein bisschen doof den Nacken rumknacken lassen hier. Wir brauchen ja noch hier, ich hab's mal vergessen. Das kann nie sein. Exotische Perlenshow mit Deko vom Feinsten. Einem Globus. So, könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen in der Kamera. Egal, ich habe ihn gesehen hier. Sehen Sie hier. Borussia Dortmund, der beste Verein der Welt. Ich bin egal, ups. Interessiere mich eh nur Wumpe für Fußball. Da. Das kleine lustige Banänchen aus dem lustigen Trickfilm, der aber erst ab 18 Jahren ist. Was haben wir noch hier? Ein Folterinstrument. Vom Piraten früher immer angewendet. Der Folterschnabel, der macht mir gesagt, ah, das ist zu schmerzhaft, um ihn das zu demonstrieren. Weg damit. Aber nun, wir haben noch eine Brosche hier, die muss ich mir umtun, dann sehe ich noch besser aus. Für die Sendung. Hier, so sehen Sie, meine Damen und Herren, wie schön ich mich für Sie mache. Extra für Sie lege ich mir noch das Schmuckexpertenkettchen um. Nur mit diesem Expertenkettchen in herrlichem Grün. Grün wie die Hoffnung, vielleicht weiß da mal was. Hier noch der Schlüssel zum Herzen einer Herzdame. Ein bisschen angerostet, wurde nicht mal lange benutzt worden. Aber nun beginnen wir endlich mit der Perlenketten-Show. Heute Perlenketten. Da wird die Fischchenlupe nicht so sehr benötigt. Die ist für andere Dinge gedacht. Heute eine andere Lupe. Ja. Die Krebslupe. Für Perlenketten entworfen. Hier haben wir auch schon die erste Perlenkette hier. Ich muss sie mir umtun, haben sie. Erkennen, wie herrlich diese Kette aussieht. Ein Buchstaben daran. Na, wahrscheinlich ist das eher die Öffnung hier. Hier noch eine große Perle. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Kann man sich gar nicht dran satt sehen. Sehen Sie, wie herrlich das an mir aussieht. Ist das denn nicht wunderschön? Da kann ich gleich die Krebschenlupe nehmen und das erkunden. Ah, das sind herrliche, herrliche Perlen. Diese Perlen stammen übrigens von der weißen Tiefseemuschel. Diese wächst nur am Rumpf der Titanic, deswegen unbezahlbar, diese Perlen. Haben auch schon die nächsten Perlen. Herrlich, ich muss auch diese mir umlegen. Bitte lassen Sie sich von meiner Schönheit nicht ablenken, von diesen herrlichen Perlen. Alle Frauen würden frohlocken hier. Die Silber-Weißsteinkette hier mit silbernen Perlen und weißen Perlen. Ja, die Perlen kommen aus Tschernobyl. Da sind die Muscheln, aus denen diese Perlen sind, ein bisschen radioaktiv verseucht. Das kann ja nicht schaden. Nur 75 Rad diese Kette. Zack, weg damit. Das brauchte ich ja nicht mal. Ich wusste ja, dass die echt ist. Hier liegen. Die nächste fantastische Kette hier. Meine Güte. Aus der Kanalmuschel baut sie Kassel aus dem Kanal. Da wachsen diese Perlen. Sie hören schon, das ist Glockenspieler meiner Anhänger. Auch hier begucken. Haben sie einen Wert? Ja, meine Krebschenlupe ist sich da nicht so sicher. Eine herrliche Lupe. Da kann ich auch das Ding, ja, ich bin zu schön damit, ich sehe zu sehr geblendet. Der Fachmann darf sich nicht selber schöner machen, als die Ketten sind. Das ist wie in der Gastronomie. Da dürfen sich die Weiber auch, die im Service sind, auch nicht so aufdonnern wie die verrücktesten Girls da. Da müssen auch die Leute, die das Essen servieren, sollten nicht sich so aufdonnern, dass sie schöner sind als die Gäste. So ist das hier auch. Ich darf nicht schöner sein als die Ketten. Hier von der Kleopatra eine Kette. Der Pharao Tutanchamun geschenkt hat.
selten getragen. Die hatte keinen Bock auf Ketten. Ich krieg sie nicht über meinen zarten Hals geschoben. Ah, hier kann man das öffnen. Kann man die zumachen. Ein leichter Würgeeffekt ist nicht zu verhindern. Aber Sie sehen, wie edel das gemacht ist. Ich kann das auch mal kontrollieren hier. Ja. Wunderschöne weiße Perlen. In einer Kombination aus Schwarzplastikdiamanten. Unbezahlbar. Diese Schwarzplastikdiamanten, die wirft man ins Meer. Und dann kommen die Diamantenschaberkrebse und schaben mit ihren kleinen Krebschen Scheren, die in Form, das ist dem genetisch so einprogrammiert, diese Form zu machen. Dann kommen die, ja, die Schwarz Diamantentaucher und tauchen dann runter in eine Tiefe von 1,50 Meter. Die können aber nicht so gut die Luft anhalten. Dafür können die Perlen aber gut erkennen. Das heißt, sie können nur eine Perle so gerade eben hochholen. Wenn die unten sind, dann haben sie schon kaum noch Luft, schnappen sie schnell eine Perle und schwimmen nach oben wieder. Ihre Fachkenntnisse beim Perlensuchen ist aber, ja, episch. Das war es auch schon wieder für diese Sendung. Die Kette auch weg hier. Sie schnürt mein Handgelenk ab. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch herrliche Perlen. Mal gucken, was ich als nächstes finde. Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal diese Sendung mit etwas kombinieren. Ist zwar blöd vorgelesen, irgendwas. Da brauche ich die Brille für. Könnte ja die Fischchenlupe nehmen, aber die ist, glaube ich, nicht so gut. Hatten Sie die psychische Stärke schon immer oder haben Sie das durch Training erworben? Die psychische Stärke wurde während meines ganzen Lebens, meines Schachlebens trainiert. Zuerst spielte ich Turniere auf Amateurniveau, dann wurde ich stärker und bestritt mehr und mehr Turniere. Schließlich wurde ich großer Weltmeister. Natürlich verliert man Spiele und gewinnt welche. Man hat immer eine gewisse Anspannung in den Spielen, egal ob man gewinnt oder verliert. Und natürlich erlebt man im Verlauf seiner Schachkarriere manchmal eine Katastrophe, wenn man eine Partie verliert. Besonders, wenn man die Chance verpasst hat, ein Spiel zu gewinnen, indem man schon große Vorteile hatte oder wenn die Partie besonders schön oder wichtig war. Aber man muss dies mit Geduld ertragen. Ich glaube, es muss einfach in jeder Schachlaufbahn geschehen. Man kann es nicht vermeiden, man muss es als normal betrachten. Hier das Foto, wie sich der Spitzenpsychologe ein Autogramm von Karpov nimmt. Er lächelt sich die Tasche zu. Was haben wir denn noch hier? Vorbereitung des Gegners. Selbstverständlich müssen Sie damit rechnen, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihr Kontrahent sich auf die Partie mit Ihnen vorbereitet. Hier sollten Sie vorauszusehen versuchen, was Ihr Gegner wohl über Sie und Ihre Spielweise denkt und welche Schlüsse er daraus zieht. Was können Sie wiederum dagegen tun? Wie können Sie ihn überraschen? Natürlich besteht die beste Methode, den Gegner in dieser Hinsicht zu verwirren, darin, dass Sie Ihre schachlichen und psychologischen Unzulänglichkeiten reduziert haben. Sie können jetzt beispielsweise mit Endspielen besser umgehen oder sind durch Entspannungstraining nicht das erwartete Nervenbündel, das leicht aus dem psychischen Gleichgewicht zu bringen ist. Sie können ja zum Beispiel, ein Tipp des Moderators hier, in Clownskostümen ihre Partie bestreiten. Das wäre ja mal was. Dann ist der Gegner schon verwirrt. Damen empfehle ich Miniröcke, bei denen man möglichst viel sieht. Dann ab und zu mal ein bisschen vom Tisch wegrücken und die Beine hin und her schlagen. Dann ist der Gegner auch schon verwirrt. Haben Sie schöne Augen, knappe T-Shirts auch zu empfehlen. Alles die Verwirrung des Gegners. Oder Sie husten und geschickterweise ziehen Sie dann innerhalb einer Millisekunde Ihren Zug und drücken die Uhr. Das machen Sie bei jedem Zug. Auch dann ist Ihr Gegner verwirrt. Ja, so kann man den Gegner verwirren. Oder
Sie laufen während der Partie ständig durch die Gegend, dann gehen sie, setzen sich als Brett, machen ihren Zug und laufen wieder durch die Gegend. Zum Beispiel, weniger praktisch wäre es wahrscheinlich, humpenweise Bier zu saufen bei der Partie. Dann ist man hinterher selber verwirrt. Dann sagt er, geht auch, ich war total verwirrt. Aber hinterher, als sie die Dame eingestellt haben, da war ich total erleichtert. Da fragen sie auch, wie konnte das passieren? Mit 1,7 Promille kann ich kein Schach mehr spielen, das kann doch nicht sein. Bin schlecht im Training. Dann gehen sie noch öfter in die Kneipe und saufen sich die Hucke voll, um besser im Training zu sein. Könnte man noch sagen, ja, man kann auf viele Art und Weise. Man könnte natürlich auch mit der Fischchenlupe die Partieformular aufschreiben. Also mit der Fischchenlupe und notieren so ihre Partie. Oder, wie ich das schon mal hatte, sie machen bei ihren Zügen möglichst viele Rufzeichen. Das könnte die Gegner auch notieren, mir was vollkommen egal. Am liebsten die Smileys auf dem Partieformular drauf gemacht bei meinen Zügen. So, damit verabschiede ich mich mal für diese Sendung. Die Perlenketten-Sondersendung. Das Telefon läutet. Ja, ich habe alle Perlenketten gezeigt. Nein, das Lösungsbuch können wir heute nicht machen. Heute ist ja nicht die Sendung blöd vorgelesen, irgendwas. Ja, das sehe ich auch so. Dann beende ich jetzt mal lieber die Sendung. Ja, wunderbar. Ja, herrlich. Ja. Die Regie hat mir gesagt, ich darf die Sendung beenden. Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, Regie, Kamera, alles existiert nur in meinem Kopf. Multitalent Lippo macht die Sendung to the win. Alles in einem. Kameramann, Bearbeitung, Regie, Moderator, Inspirator, alles in einem. Auf Wiedersehen. Zück die Zück, ich wünsche Ihnen sehr viel Glück. Reime kann ich auch noch. Ist das nicht herrlich? Tschüss, Leute.